Dienstagabend und plötzlich bricht die Hölle los. Terroralarm in Tel Aviv. Die radikal-islamische Hamas feuert hunderte Geschosse aus dem Gazastreifen ab. Am Himmel über Tel Aviv die Leuchtspuren des Schutzschildes Iron Dome und der feindlichen Raketen. Die Angriffe erreichen eine neue Dimension. Nicht alle tödlichen Geschosse können vom Eisendom abgefangen werden. Mitten am Abend schlagen einige Raketen unmittelbar in Tel Aviv ein. Außerdem in Holon, einem südlichen Vorort. Hier wird ein Bus getroffen. Immer wieder sind Explosionen zu hören. Über Verletzte oder Tote gibt es bislang noch keine Informationen. Tel Aviv, die Stadt am Mittelmeer. Heute Abend eine Geisel des Terrors aus dem Gazastreifen. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.